Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Fahrrad. Geil, wir haben ein Fahrrad. Und ziehen uns sofort um, wenn wir es anhaben. Also wenn wir es ausgerüstet haben. Immer schön mit Helm fahren. Ja, geil, jetzt können wir hier richtig schnell umherfahren. Okay, das finde ich sehr gut. Hallöchen. Ich habe ein Fahrrad und du nicht. Meine Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Darf ich hier nicht einfach mal Fahrrad fahren? Hätte ich voll Bock drauf und so. Bradley. Guck mal, wir haben dieselben Bälle. Lass uns Ballbrüder sein. Ein Vilursi. Der macht wahrscheinlich auch Mega-Damage. Höchstwahrscheinlich wird mein Exandros gleich wieder sterben, weil der irgendeine krasse Erdattacke drauf hat, das Vilursi. Oh. Oder auch nicht, weil wir einfach einen Volltreffer machen. Exandros, danke. Armes Vilursi. Trassler. Trassler hört sich an wie ein Metall-Pokémon. Also wäre JC eigentlich am besten, aber der schläft leider noch. Dann bleiben wir bei Exandros, YOLO. Ach, das ist ein Trassler. Ist, glaube ich, auch Unlicht, ne? Oder zumindest Psycho. Ich glaube, da bringt Rasierblatt wieder... Nevermind. Warum ist jetzt Rasierblatt plötzlich so stark? Und es kommt noch ein Wommel. Nö, wir bleiben bei Exandros. Exandros wird jetzt mein neues Lieblings... Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass das ist mein neues Lieblings-Pokémon. Rasierblatt! Okay, bei denen ist das nicht sehr effektiv. Aber wir bleiben trotzdem dabei, Fragezeichen. Oder einfach ein Ruckzuck-Hieb? Ja, komm. Dann machen wir einen Ruckzuck-Hieb. Mal gucken. Zack. Macht genauso viel. Feenbrise! Wir hätten halt Evoli auch noch zu einem Feen-Pokémon machen können. Ich werde sowieso Evoli hier in alle... Hör doch auf, den zu heilen. In alle Entwicklungen einmal machen. Also viel ist klar. Also wenn ihr noch irgendeine Evoli-Entwicklung sein wollt, ich habe irgendwie gelesen, es gibt 8 Entwicklungen in diesem Spiel. Könnt ihr es gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Also Nickel fand halt Nachtara schon voll geil. Deswegen, ja, wahrscheinlich könnte es Nickel werden. Vielleicht mit einem anderen Spitznamen, irgendwas Düsteres. Müsste ich mir nochmal überlegen. Und ja, die anderen wären halt noch frei. Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man möchte. Ach ja, schöne Weisheit. Okay. Hallo, nein, ich will doch nicht weiterkämpfen. Lass mich mal in Ruhe. Es folgt nun eine Demonstration der Pokémon, die ich höchstpersönlich großgezogen habe. Okay, hier sind also die ganzen Züchter. Weil ja auch im Hintergrund dieses Züchter-Dingsbums ist. Und die haben alle diese HP-Bälle. 16 Leben. Ich bin mal gespannt, ob Exandros das überlebt. Rasierblatt-Attacke! Na gut, während wir hier kämpfen, kann ich euch ja jetzt auch einfach mal sagen, dass ich jetzt auch alleine erstmal zu Hause bin, weil meine Eltern im Urlaub sind. Für ganze 5 Wochen. Wieso heilen die alle? Okay, als Züchter ist das vielleicht ganz cool. Wir könnten eigentlich auch mal heilen, to be honest. Heißt, ich muss jetzt alleine einkaufen und so ein Scheiß. Das ist ganz schön belastend. Das erinnert mich an meine Zeit in Japan, wo ich ja auch alles alleine machen musste. Aber das ist wirklich das Belastendste. Einkaufen gehen, vor allem Getränke einkaufen, das ist echt belastend. Und ich muss mich um die Tiere kümmern. Also habe ich jetzt noch mehr Sachen, auf die ich hier achten muss, als in Japan. Und da war das schon mega anstrengend. Alleine leben ist nichts für mich, Leute. Aber hat auch Vorteile, alleine zu leben. Jetzt kann ich nämlich einfach auch abends aufnehmen. Das finde ich sehr schön. Ich kann eventuell auch häufiger streamen, was eventuell auch ganz cool ist. Weil ich ja auch immer nur abends streame. Wobei, leider kommt, wir wechseln mal aus. Warum schläft Jay eigentlich immer noch? Man kann halt auch sonst andere Sachen machen. Aber die ich sonst vielleicht nicht machen würde, wenn meine Eltern zu Hause sind. Aber ja, dieses Einkaufen ist halt schon nervig. Und selber kochen und so ist auch nervig. So, hier spielen wir jetzt so lange mit JC, bis er vielleicht mal aufwacht. Der hat jetzt schon lang genug geschlafen. Über mehrere, ja, so über 4 Trainerkämpfe oder so hat er jetzt, glaube ich, schon geschlafen. Sollte ja wohl mal lang. Ja, der macht ja sowieso kein Damage. Das ist schon in Ordnung. Aufgewacht! Los, erscheint ein. Der scheint ja anscheinend Pflanze zu sein. Das sollte easy peasy machbar sein. Geil. Du bist der Beste, JC. Ach, und ansonsten habe ich noch richtig viel jetzt an den Videoeinstellungen geändert. Ich bin gespannt, ob man es sieht. Ach, ich war mir nicht sicher, welche Attacken ich am besten verwenden sollte. Die freuen sich immer so, wenn sie sterben. Heißt, meine Videos werden jetzt größer werden. Das ist erstens schlecht. Aber zum Zweiten auch irgendwie gut. Ist das jetzt auch schon wieder so eine Art... Nee, Naturzone ist es aber nicht. Und eventuell werden die Videos jetzt schärfer dargestellt. Ich habe nämlich mal so einen Dreiervergleich gemacht, wie das Video aussieht, bevor ich es gerendert habe erstens. Dann nach dem Rendern, wie es aussieht. Nach dem Rendern sieht das schon mal besser aus. Und dann, wenn ich es bei YouTube hochgeladen habe. Und sobald ich es bei YouTube hochgeladen habe, alles verwischt, alles ekelhaft.
Und ihr guckt euch das trotzdem an. Ihr seid ganz schön merkwürdig, Leute. Und jetzt habe ich halt mal ein bisschen mehr, also Sachen da verändert. Ich will da gar nicht so doll drauf eingehen. Und bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ob das besser aussieht. Vielleicht merkt ihr ja einen Unterschied. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool. Nur so am Rande, denn ich möchte mich ja auch verbessern von der Qualität her. Das ist einfach nur ein Apfel. Willst du mich verarschen, mir hier einen Apfel als Pokémon zu verkaufen? Der hat nicht mal Augen. Willst du mir sagen, die Dinger da, die Blätter da oben sollen Augen sein? Das sehe ich nicht als Pokémon an. Eventuell, wenn da ein Wurm drin ist, dann okay. Aber ich sehe diesen Apfel nicht als Pokémon an. Ich lasse mich doch nicht verarschen hier. Hallo? Es gibt eine Torte. Es gibt Zuckerwatte. Es gibt einen fucking Apfel in diesem Spiel. Was ist das? Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Klare 2 von 10, dieses Design. Also, naja, hinten ist zumindest ein Wurm drin. Also vielleicht ist ja eher das Wurm. Nein, okay. Die schwarzen Dinger da oben haben sich gerade bewegt. Das sind also die Augen. Und es heißt halt auch Knapfel. Das ist ja so lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Das ist das lächerlichste Pokémon, das ich in diesem Spiel bisher gesehen habe. Aber ist okay. Oh nein, Knapfel! Memeon Level 26, geil. Und Exandros hat aufgeschlossen mit Level 20 und möchte Egelsamer lernen, ja auf jeden Fall. Ziel wird bepflanzt und verliert jede Runde KP, die ein Pokémon aus dem Team des Anwenders heilen. Die ein Pokémon aus dem Team, irgendeins, ist ja auch mega gut. Ja komm, mach das mal statt Sandwirbel, finde ich glaube ich ganz gut. Nice. Ach, hätte ich meinem Pokémon doch nur eine Beere gegeben, als es nicht gut um seine KP stand. Ja, Apfel und Beere verstehen sich bestimmt richtig gut. Apfel und Beere sitzen auf dem Baum. Ich werde nicht in diese Camps gehen, weil das dauert mir immer zu lange. Deswegen fahren wir jetzt einfach ein bisschen weiter. Da liegt was. Kann man das auch auf dem Fahrrad mitnehmen? Nein, anscheinend nicht. Okay. Eine Flingfeder. Wendet man dieses Item auf ein Pokémon an, wird dessen Initiative-Basiswert dauerhaft erhöht. Da fällt mir gerade ein. Nickel kann mir ja mal ihr Pokéball geben. Danke, Nickel, dass du immer so nett bist mit den Pokébällen. Spare ich zumindest ein bisschen Geld. Hallo, bist du eine Trainerin? Wahrscheinlich nicht. Was stimmt eigentlich mit Team Jell nicht? Die sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, nur um ihrer Favoritin zu helfen. Finde ich nicht. Die machen alles richtig, meiner Meinung nach. Sei nicht so hart mit Team Jell. Das sind halt... Ach du Scheiße. Krasse Leute. Das sieht mir ein bisschen aus wie eine zweite Naturzone hier. Und da hinten ist dann wahrscheinlich die nächste City, oder was? In der Ferne kann man das Stadion, okay, das ist das Stadion, von Claw City sehen. Bald wirst auch du dort kämpfen. Claw City. Klauen City. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Pokémon der haben wird, der zweite Arena-Leiter. Ach, da bist du ja, Dizzy. Ein Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. In den alten Teilen hätte der Rivale einfach gegen dich gekämpft, aber hier kann man sich nochmal vorbereiten. Sehr nett von dir. Wenn ich ganz lame drauf wäre, dann würde ich jetzt einfach in ein Pokémon-Center gehen, aber... So lame bin ich mal nicht drauf und gebe einfach einen Trank an Sonquow. Und vielleicht noch an JC. Und vielleicht noch an Exandros. Denn ultra lame will ich natürlich nicht sein. So, hi! Ich bin 3 Schritte nach vorne gegangen, du Lügner. Aha, du hast also Lust auf den Kampf. Haha! Weil wir jetzt beide den Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Es wird allerhöchste Eisenbahn, dass wir jetzt krasser werden. Also kämpf gegen mich. Klack. Aha! Hier, mein Volley! Ich habe immer noch nur 3 Pokémon. Wetten, das ist unter Level 20, weil er immer noch ein Billo ist. Jetzt zeig mir, dass du den Arena-Orden wirklich verdient hast. Ja, unter Level 20, das war ja so klar. Wir nutzen einfach mal Egelsamen gleich am Anfang, weil, ja, wir heilen uns dadurch. Und wir haben auf jeden Fall noch Pokémon in unserem Team, die noch nicht volle Leben haben. Und ich will einfach mal sehen, gut, er greift uns nicht an, ob jetzt irgendein Pokémon bei uns geheilt wird oder nicht. Egelsamen. Wurde jetzt irgendein Pokémon geheilt oder wurde Exandros geheilt? I don't know. Na gut, wir setzen Rasierblatt ein. Wir haben leider gleich keine AP mehr auf Rasierblatt. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber für Volley sollte es lang. Jetzt ist halt auch die Frage, hält Egelsam permanent an, auch wenn das Volley tot ist? Wir müssen Exandros sowieso gleich auswechseln, sobald sein... Ich glaube, er hat keinen Hopp mehr. Er hat jetzt die Weiterentwicklung. Kein Hopplo mehr. Und ich habe leider schon die Weiterentwicklung einmal gesehen bei einem anderen Let's Player. Und die sieht mega cool aus. Deswegen wird das jetzt keine Überraschung sein. Kranowitz. Kranowitz klingt wie Sonquow. Ist Kranowitz nicht sogar Sonquow? Ich glaube schon. Deswegen können wir Sonquow gerne mal einwechseln. Dann ist das jetzt Sonquow gegen... Ja, Sonquow gegen Sonquow quasi. Aber unser Sonquow ist viel krasser.
Und wir haben eine Pflücker-Attacke. Hast du das auch? Wir pflücken dich weg, du komische Kopie von mir. Oh, der hat auch Pflücker. Das ist ja eine 1:1 Kopie. Aber wir machen viel mehr Damage. Läuft bei uns. Wow. Ja, easy. Hopp, du bist halt schlecht. Und jetzt kommt halt noch sein Hopplo, was wahrscheinlich aber eine Weiterentwicklung hat. Kickerlo, genau so hieß das. Das sieht wirklich mega cool aus. Da können wir auf jeden Fall Memory rauspacken, dann können wir den auch one-hitten. Um die Moral von Hopp und sein Pokémon ein bisschen zu schwächen, nicht, dass er wirklich noch zu einem Rivalen von uns wird. Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Los, komm raus, Kickerlo. Guck, das sieht mega cool aus. Es sieht mega cool aus. Locker hat das jetzt, ist das jetzt nicht nur Feuer, sondern Feuerkampf-Pokémon. Ich finde, das sieht mega cool aus. Der hat so einen Ninja-Style. Dadurch, dass das sein Halstuch über seinen Mund ist, sieht das mega cool aus. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Ich bin richtig gespannt, wie dann die dritte Entwicklung aussieht. Aber ja, Kickerlo, mega gut. Ich bin aber auch zufrieden mit meinem Mamoyon, to be honest. Also da die zweite Entwicklung, bin ich auch vollkommen d'accord mit. Bin immer noch happy, dass ich den genommen habe, auf jeden Fall. Irrlicht, ja gerne, warum nicht? Irrlicht ist eine Feuerattacke? Ja, mach das mal statt Konfusstrahl. Seit wann ist Irrlicht eine Feuerattacke? Jetzt ohne Witz. Egal, wir sollten auf jeden Fall versuchen, bei JC so viele Feuerattacken wie möglich raufzupacken, weil er auch dieses komische Kraftband da hat. Und er dadurch stärker wird. Oh Mann, ey, wie kannst du denn stärker sein als ich? Ich hab doch auch den Pflanzenorden. Ja, Yarrow war halt kein wirklich starker Gegner, Dude. Mir ist übrigens noch aufgefallen bei der Arena-Challenge, wie häufig mussten diese Wollies da bitte umhergescheucht werden. Das ist voll die Pokémon-Sklaverei, die da betrieben haben, jetzt ohne Witz. Naja, du wirst ja immer besser, Dizzy, aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Eines Tages besiege ich dich. Achso, hier hast du übrigens noch einen Beleber. Weil ich gemerkt habe, du hast eben schon zwei Beleber eingesetzt. Danke. Noch weiter im Programm zur Wasser-Arena-Leiterin. Dann ist das sogar doppelt gut, dass wir jetzt Exandros zu Olipurba weiterentwickelt haben. Das ist sehr gut. Dann wird Exandros in der nächsten, oder bei der nächsten Arena-Challenge auf jeden Fall glänzen können. Na, Abwehrfeder. Wendet man dieses Item auf ein Pokémon an, wird dessen Verteidigungsbasiswert dauerhaft erhöht. Auch nicht schlecht. Könnten wir auf Exandros benutzen. Weil Exandros ist ja nun mal momentan unser Tank-Pokémon. Ja. Ah ja, doch, wir... Ups. Shit, ich hab denen irgendwas anderes gegeben. Ich wollte ihm die Abwehrfeder geben. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hey, ich hab denen irgendwas gegeben. Okay, das... Ja, na egal. So, weiter im Text. Kommen wir noch in irgendeine neue Stadt? Das wäre ein schönes Ende für die Folge. Weil... Guck mal, die Viecher gibt's ja auch. Dieses komische Kotobi, was Yarrow, der übrigens Mila, glaube ich, heißt im Englischen, ja auch hatte bei sich. Und Xandros ist hier mega lame. Also wieder JC. Anon. Es gab ja auch einen alter Sound. Ja, ein Eschern sollte den nicht töten, weil der Level 22 ist. Easy. Hätte Yarrow mal so ein Level 22 Kotomi gehabt, dann wäre der Arena-Kampf auch nicht so übelst leicht geworden. Immer noch leicht, ja, aber nicht so übelst leicht. Guck mal, der tötet JC ja sogar fast. Oh, wir verfehlen sogar. Nee, er hat verfehlt. Okay, sehr gut. Oh, okay, geil. Roter Bereich. Oh nein, nicht Wolflaum. Meine Initiative. Aber wie jeder weiß, Pokebälle schickt man immer als erstes. Die Initiative von Pokéball-Wurf ist 8000. Oh nein, geht das schon wieder los? Wieso setzen die eigentlich immer bei JC-Gesang ein? Mann ey, jetzt schläft der schon wieder. Und ich weiß nicht, ob er aufwacht, nur weil man einen Pokéball wirft. Ich glaube aber nicht. Bleib doch bitte im Ball drin. Ist aber ja ein Pflanzen-Pokémon, nicht wahr? Wir haben ja einen Netzball. Scheiße, es zählt nur für Käfer. Ist Kotomi ein Käfer-Pokémon, ist die andere Frage. Ich vermute einfach mal nicht, sondern dass er wirklich pure Pflanze ist. Das wäre dann einfach nur Geldverschwendung. Und das ist halt die größte Challenge, glaube ich, in diesem Let's Play, dass ich mit meinem Geld auskomme. So, nur Pflanze? Nur Pflanze, war klar. Die Saat eines Wolflauns steckt voller Nährstoffe, es verstreut sie im Wind und heilt damit Pflanzen und Pokémon. Ich werde übrigens beibehalten, dass ich die Texte vorlese. Aus dem Pokédex, weil ich finde die sehr interessant. Ich habe gesehen, bei anderen YouTubern, die lassen die weg, aber ich finde das interessant. Wenn man dieses Item auf ein Pokémon anwendet, es wird dessen Spezialangriffbasis wird dauerhaft erhöht. Hier sind ganz schön viele Federn auf dieser Brücke. Kann jetzt mal bitte, ich will nicht nochmal kämpfen.
Ich will einfach nur die nächste Stadt. Ist das ein... Wie heißt denn das nochmal? Porenta. Hallo, Porenta. Aber die Galar-Version, nicht wahr? Die sieht ja viel geiler aus als das normale Porenta. 10-mal besser. Mindestens. Wenn nicht sogar 12-mal besser. Gefällt mir. Also die Galar-Version bisher sehen die alle außer Mauzi ganz geil aus. Zahnklinge. Wollen sein Lauch. Sieht halt viel geiler aus als früher. Ruckzuckhieb. Dann sollte er eventuell im roten Bereich sein. Ja, easy. Der sieht mega cool aus. Hat Porenta eine Weiterentwicklung? Ich glaube nicht, oder? Aber Porenta wäre auch so eine Sache, die man... Oh, die man eventuell ins Team packen kann. Wir müssen gleich nochmal Pokebälle einkaufen. Ich hätte zwar gedacht 30 lang erstmal, aber anscheinend nicht. Das passt auch. Die Attacke passt mega zu Porenta. Ja. Aber du wärst noch cooler, Porenta, wenn du im Pokéball bleiben würdest. Porenta! Zertrümmerer. Au, das wird wehtun. Ja. Wie oft ist Exandros jetzt in dieser Folge gestorben? 3-mal? Na, ein Glück haben wir eben einen Beleber geschenkt bekommen. So. Lebt er schon wieder. Das kostet halt jedes Mal 2000 Money. Das ist halt echt kacke. Aber ich will ja meiner Mini-Netzlock-Challenge. Danke für den Pokéball. Du bist die allerbeste Nickel. Ach, funktioniert das nur, wenn Nickel auch ausgerüstet ist? Ah, jetzt verstehe ich einiges. Okay. Dann holst du nur den Pokéball wieder. Komm, bitte bleib drin. 2. Nein. Okay, dann nicht. Okay, dann töte halt mein Nickel auch noch. Bevor wir den Pokéball einsetzen, natürlich wieder Beleber. Denn sonst darf ich Nickel nicht mehr weiter benutzen. Okay, Lacy hält zumindest mal ein paar Schläge aus. Das ist doch schön. Nächster Pokéball. Oh mein Gott. Porenta, du bist ja genauso nervig. Wie fucking wohin genau? Gut, dann einmal ein Bitterkuss. Dann ist er vielleicht verwirrt. Und ich habe ja immer noch die Vermutung, dass Pokémon, die eine Statusveränderung haben, leichter gefangen werden können. Bitterkuss. Mua. Das ist er verwirrt. Oh nein, bitte triff dich nicht selber. Nein! Scheiße. Okay, das ist natürlich dumm. Das ist natürlich jetzt super behindert gewesen. Mann! Toll, wieder 3000 Poké-Dollar für nichts. Für absolut gar nichts. Nein, mehr. 5000 Poké-Dollar. Sind ja 2 Pokémon gestorben. Okay, aber Nickel entwickelt sich nochmal. Jetzt bin ich gespannt. Bitte behalte deine süßen kleinen Pfötchen. Bitte, bitte. Nein! Warum? Okay, also das Gesicht gefällt mir trotzdem. Das sieht so, das sieht immer noch sehr jugendlich aus. Aber die Beine sind so lang. Er ist einfach vom Corgi zum Hund geworden. Warum? Ein Belektro. Das finde ich gar nicht gut. Ein Hunde-Pokémon. Davor war es ein Welpen-Pokémon, ne? Vom Welpe zu Hund. Oh, es regeneriert Strom und lässt ihn nur unter... Was? Und lässt ihn zur Unterstützung beim Rennen in seine Beine fließen. Dadurch kann es 3 Tage und Nächte ohne Pausen rennen. Quasi so ein kleiner Sonic, ja? Oder ein Bolt. Wer den Film kennt, Leute. Bolt ist übrigens ein geiler Film. Guckt den, Leute. Guckt den. Das finde ich doof. Warum 2 doofe Sachen gerade passiert? Das Porenta ist gestorben und fucking Nickel hat sich in so ein komisches Viech verwandelt. Arg. Okay, Nickel, willst du vielleicht noch ein anderes Pokémon sein? Möchtest du vielleicht doch ein Nachtara sein? Was aber auch ein bisschen doof ist, weil ich dann mehrere Evoli-Entwicklungen in meinem Team hätte. Mann, aber die Beine sehen jetzt doof aus. Ich hätte besser gefunden, wenn es trotzdem so ein Corgi geblieben wäre. Mann, noch ein neues Pokémon. Oh nein, ein Spukball. Biet dir da keinen Spukball. Alles aber kein Spukball. Ah, oh Mann. Was doch uncool. Komm zurück, Sandros. Sunquow, du bist dran. Ich glaube, Pflücker ist sogar sehr effektiv gegen den, oder? Nö. Normal effektiv, aber ist in Ordnung. Okay, macht Furienschlag Damage. Tatsache. Aber ich setze lieber einfach nur Piekser ein. Denn ich will den ja nicht töten. Oh nein, alles doch kein Spukball. Please. Oh Gott. Oh, das ist so viel Damage. Ich habe doch kein Geld mehr. Bitte bleib im Pokéball. Sei nicht wie das Porenta und sei nicht wie das Wohin genau. Bitte. Bitte. Ja. Danke. Gutes Drifblon, gutes Drifblon. Du bist ein gutes Vorbild für alle anderen Pokémon, die ich noch fangen will. So, Drifblon ist ein Ballon-Pokémon.
Guckt, er ist nämlich doch Flug. Deswegen dachte ich, meine Flugattacke wäre auch effektiv gegen den. Naja. Es nähert sich oft Kindern, womöglich auf der Suche nach Freunden. Wenn diese zu wild spielen, ergreift es aber die Flucht. Oh, ein bisschen schüchtern, das Driftlon. Okay, ich werde jetzt aber nicht weiter kämpfen, sondern wir gucken uns noch einmal ganz kurz die neue Stadt an. Kelton ist das anscheinend. Ja, Kelton. Dann ist die Wasserarena. Ach cool, mit Hafen und allem. Ja, mega, Leuchtturm. Da kann man garantiert auch rein, da ist irgendeine Story wahrscheinlich drin. Und die Arenen sehen leider alle von außen gleich aus. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, dann mit Kelton. Ach nein, ich will keine Story lesen. Es tut mir außerordentlich leicht, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nur ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald, hoffentlich. Hey, bleibt doch noch ein bisschen. Ich gebe nur gern noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Ach, weg sind sie. Mann, ey. Mann, Olivia, musst du so streng mit meinen Fans sein? Immerhin haben sie mich zu dem gemacht, was ich bin. Oh, ich weiß, wie wichtig Fans sind. Aber wenn du sie behalten willst, dann solltest du auch ein bisschen was dafür tun. Das ist Präsident Rosé in Freizeitkleidung. Ich habe ihn überhaupt nicht erkannt. Lol. Wenn ich irgendwas für sie tun kann, sagen sie es mir nur. Wer warst du denn nochmal? Was? Betsy ist mein Name. Die haben mir ein Empfehlungsschreiben gegeben. Ach ja, stimmt. Du bist Betsy, ganz genau. Ja, das war eine große Ehrung, dass sie mir die Empfehlung geschrieben haben. Ich werde sie nicht enttäuschen. Aber jetzt muss ich los. Entschuldigen Sie mich. Hallo, ich bin der Delion-Typi. Ach, guck mal, das ist ja der Dizzy. Dein Name war sie, weiß ich, den von Betsy nicht. Ach so, ey, da kommt mir eine geile Idee. Du wirst doch jetzt dieses Skate herausfordern, oder? Wie wär's, wenn ich und Olivia dich davor zum Essen einladen? Das ist bestimmt eine geile Möglichkeit, um uns zum kennenzulernen. Herr Rosé, entschuldigen Sie, aber die Zeit drängt. Oh. So sei es denn. Wir sehen uns bald in der Galar-Region. Tschüss, Dizzy. Wir werden im Restaurant Wellenflut speisen. Sei nicht zu spät. Komm dahin, wenn du den Arena-Orden erlangt hast. Alles klar, merke ich mir. So, Kelon. Werden wir uns dann aber beim nächsten Mal angucken. Und dann wäre es das erstmal mit dieser Folge gewesen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ja, wenn ihr irgendein Pokémon sein wollt. Mann, ey, dieses Nickel sieht so doof aus, ohne Witz. Dann in die Kommentare damit. Und dann würde ich sagen, ich werde mich hier nochmal eindecken. Die haben irgendwelche neuen Sachen. Haben die jetzt super Bälle? Ja, geil. Super Bälle sind auch super teuer. Sagt ja auch schon der Name. Fuck, ey, ich habe wirklich bald gar kein Geld mehr. Drei Tränke nochmal mitnehmen. Ganz viele Pokebälle. Fuck, ey, okay. Ich habe jetzt wirklich gar kein Geld mehr. Das kann doch schwierig werden, obwohl ich hier im Billo Nutslock Challenge gedöst bin. Aber allein, weil ich mir das immer alles kaufen muss hier. Gut, dann aber erstmal, ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.